Ja, hallo liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute begrüße ich Sie im Einkaufszentrum. Es ist der 10. März und auch immer noch recht kühl. Aber heute beschäftigt uns die Corona-Pandemie. Seit dem 8. März gelten allerdings vereinzelte Lockerungsmaßnahmen, die die Landesregierung in der Corona-Schutzverordnung und weiteren begleitenden Verordnungen zusammengefasst hat. Zusätzlich zu den bereits offenen Geschäften dürfen Blumengeschäfte, Gartenmärkte, Buchhandlungen und Schreibwarengeschäfte mittlerweile wieder öffnen. Alle weiteren Geschäfte dürfen für Terminshopping, man bezeichnet das als Click and Meet, öffnen. Hierfür ist dann eine vorherige Terminbuchung notwendig. Die Kundenzahl ist auf eine Person je 40 Quadratmeter zu begrenzen. Also ein recht striktes Flächenregime wird da gehandhabt. Auch zuletzt nicht zulässige körpernahe Dienstleistungen sind bei Einhaltung von Hygienevorgaben der Verordnung dankenswerterweise wieder möglich. Für unsere Einzelhändler ist das Terminshopping ein erster kleiner Lichtblick nach monatelangen Schließungen. Unterstützen Sie deshalb, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, unsere Einzelhändler hier im Einkaufszentrum in Deutz, in Dreistiefenbach und in Wertenbach Bahnhof bei ihren Bemühungen, wieder Einkommen zu schaffen, wieder Service zu bringen in die Innenstädte. Anstatt online bei den großen Unternehmen wie Amazon und Co. zu bestellen, bestellen Sie lieber online bei unseren Online-Shops der lokalen Einzelhändler oder buchen Sie sich dort einen Termin, um dann die Waren persönlich abzuholen, die für Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbereiten. Denn wir brauchen unseren Einzelhandel hier vor Ort, nämlich für Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie brauchen die Beratung, Sie brauchen das Gespräch, Sie brauchen den Markt. Die großen Online-Handelskonzerne werden immer größer, die lokalen Einzelhändler immer kleiner, sie leiden darunter. Das dürfen wir nicht zulassen. In der Stadt Netphen sind wir dankbar für unser Einkaufszentrum in Dreistiefenbach, Netphen und Deutz und auch für das kleine Einkaufszentrum in Wertenbach Bahnhof. Und auch nach der Pandemie möchten wir diese Einkaufszentren weiter besuchen dürfen, um dort einzukaufen, um dort Menschen zu treffen. Wir haben ein breit gefächertes Angebot. Nutzen Sie es, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und damit das so bleibt, sind die Einzelhändler auf unsere aller Unterstützung angewiesen. Abschließend möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass seit dem 6. März im Einzelhandel Corona-Selbsttests erhältlich sind. Positive Ergebnisse dieser Schnelltests sind nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig und müssen dem Kreisgesundheitsamt mitgeteilt werden. Personen, die im Kreis Siegen-Wittgenstein leben, können die Meldung entweder über ein Online-Formular auf der Website des Kreises oder über die Corona-Hotline 027 1333 1120 vornehmen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Netphen, es gilt weiterhin, nur gemeinsam schaffen wir es durch die Krise in die Normalität hinein. Achten Sie bitte auf Ihre Mitmenschen, auf Ihre Angehörigen und auch auf sich selbst. Zeigen Sie Solidarität und vor allem bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.